So Leute, zurück mit Pokémon Silberne Edition. So, wir sind angekommen hier bei der Kumu Farm. Unsere bekömmliche Milch ist sehr erfrischend. Oh mein Gott. Na, was habt ihr denn hier für Probleme? Mein Müttern gibt keine Milch mehr. Diese Farm ist berühmt für die Milch, die hier produziert wird. Fast jeder trinkt sie gern. Es würde mir viel Milch geben, wenn ich sie mit Bären füttern würde. Ja, okay. Na gut, scheiß mal drauf, wir haben gar keine Bären. Aber hier ist ein Nugget. Das weiß ich noch. Wenn ich nicht viel weiß, das wusste ich noch. So. Ich zeige euch auch gleich, wo die Aufnahme oder wo der Stromausfall war. Der kommt nämlich gleich. Der ist jetzt bald, da kam der. Macht es dir etwa... Was macht es dir etwa... Ach, fick dich doch weg. Du hast ein Pikachu, das weiß ich. So. Das wusste ich auch davor schon, dass der ein Pikachu hat. So. Und du hast auch ein Pikachu, das weiß ich nämlich auch. Ich bin nämlich voll allwissend. So. Und du hast, weiß ich nicht mehr. Okay, das ist nichts für mein... Das ist nichts für mein Magma. So, gar kein Problem hier für meinen Lorblatt. Moment. Okay, wir müssen uns mal ganz kurz heilen. So. Ah, genau. Der kommt ja auch wieder. Du schon wirre! Kein Grund zur Panik. Mit Verlierer wie dir gebe ich mich nämlich nicht ab. Apropos Verlierer, die Arena-Leiterin da, die ist nicht da. Die ist einfach nicht da. Die kümmert sich gerade wohl um ein krankes Pokémon im Leuchtturm. Wozu soll es denn gut sein, hä? Ein Pokémon, das nicht kämpfen kann, ist wertlos. Warum trainierst du nicht im Leuchtturm, hä? Wer weiß, vielleicht wärst du dann natürlich ein bisschen stärker. Du Luftbombe-Gesichtsgrätsch. Wow. Ja, okay. So, ja, hier ist die Arena. Und hier ist nichts los. Nada. Keine da und so. Hast du irgendwas zu sagen? Jasmin, die Arena-Leiterin, ist im Leuchtturm. Sie kümmert sich um ein krankes Pokémon. Ein starker Trainer muss auch Mitgefühl zeigen. So, und Leute, genau hier war der Stromausfall. Ich bin hier so lang gelaufen und dann so pff, tot. Alles war weg. Aber also ab jetzt ist quasi das Spiel wieder für mich so... Ja, ne? Da war ich noch nicht. So, was sind wir denn hier jetzt eigentlich? Oliviana City. Oliviana City, das Tor zu einer neuen Welt. Oh. Oh. Ist ja schön. So, Leute, als allererstes wollen wir zur Pokémon Center. So, hi. Ja, ich verstehe dich. Voll und ganz. So. Hier kriegt man auch irgendwo eine Angel her. Ist es nicht so? Momento. Ich glaube hier oder da irgendwo. Hast du eine Angel? Geht's übers Meer? Pass auf. Auf dem Weg nach Anemonia City gibt es Strudel. Deine Pokémon müssen eine spezielle Attacke beherrschen, um an den Strudel vorbeizukommen. Hast du eine Angel? Ha, deine Pokémon sind ja nur Fliegengewichte. Sie haben nicht die Kraft, Felsen aus dem Weg zu räumen. Hier, nimm das und bring ihnen Stärke bei. Du benötigst den Orden von Yukyaki City, bla bla bla. Einfach mal so VM4 geschenkt gekriegt. Ist natürlich auch eine Idee, ne? Der Einzige, auf den du dich auf hoher See verlassen kannst, bist du selbst. Ich bin so stolz auf mich selbst. Du, ja. Ist okay. Ah, wo krieg ich denn die Angel jetzt her? Angel! Hier vielleicht? Angel. Oliviana City liegt am Meer. Daher sollte man dort auch jede Menge Fische finden. Ich fische hier seit 30 Jahren. Willst du das Meer und die Fische sehen? Ja. Und da haben wir einen neuen Angler. Ah, sehr gut. Okay. Brauch unbedingt... Fische findet man nicht nur am Meer, sondern überall, wo es Wasser gibt. Ja. Ich weiß halt nicht, auf welcher verdammten Route es Meryl gibt. Und ich hätte sau gern in Meryl. Aber so richtig gern. Gib mir mal die Profi-Angel auf Select. So. In Kapator. Wow, auf Level 20 ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Dann kann ich so Garados entwickeln auf die ganz schnelle Art und Weise.
Soll ich mir statt einen Azumachel einen Garados holen? Jetzt mal ohne Scheiß. Wäre eigentlich eine Idee, ne? Komm, wir holen uns. Bitte überlebst, du Luftpumpengesicht. Okay. Ja, komm, wir versuchen es einfach mal. Ich meine, komm. Who the fuck is it? Wir haben nämlich hier einen Köderball. Komm. Scheiß Carpador. Who the fuck is Carpador? Who the fuck is Carpador, ne? Sehr geil. Wir haben einen Carpador gefangen. La, 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 la. Okay. So, das ist sehr gut. Pokémon. So. Tausch gegen Magma. Das ist cool, das ist Level 20, das ist sehr schön. Lass mal ganz kurz überlegen. Vielleicht mit ein bisschen Glück. Ach, ich würde trotzdem gerne Merrill haben. Nein, kein Carpador. Kann er eigentlich irgendwas? Das ist. Ich mag dieses Pokémon irgendwie. Es erinnert mich voll an Chanera. Guck mal, er kann sogar Tackle. Er kann sogar fucking Tackle. Carpador, du bist es. Du bist Deutschland oder so irgendwie. Okay, wir gehen jetzt in den Turm hier. In der Hoffnung. In Hoffnung. Ah, ich brauche was zu trinken. So. In der Hoffnung. Wir können hier vielleicht ein bisschen trainieren. Ganz komische Geräusche hier. Ja, zum Beispiel unser Carpador entwickeln, das wäre ein Traum. So, gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, das ist halt alles Trainer. Na du? Das ist kein Ort für Spielchen. Doch, mein Freund. Du hast nämlich ein Noctu. So, wir tauschen gegen... Nein, nicht gegen Lorblatt. Wir tauschen gegen... Ah, ja, Muggelbaum, komm. Ja, es schläft, ganz toll. Dann halt gegen... Gott, die sind alle so... Traumato muss stärker werden, aber er packt das wieder nicht, wie ich ihn kenne. Er schläft. Aufwecker. Moment, gib ihm mal Aufwecker. Aufwecker, ich hab natürlich keinen... Oh, ich hab einen. Einen hab ich. Ach, fick dich doch! Ernsthaft? Ist es dumm? Oh. Das ist saudumm. Da will ich hin. So trainiere ich mein Carpador auf keinen Fall gut. Oh, ich will, dass mein scheiß Hypnotitraumato endlich mal vorankommt. Das ist so lame, das Pokémon. So, was hast denn du? Seefahrer scheuen keine harten Kämpfe. Ich auch nicht. Weil ich bin der König der Welt. Oder so irgendwie. So, ein... Ja, das könnte mein Carpador vielleicht packen. Ja, gucken wir mal. Oh mein Gott. Oh Gott. Ein Carpador hat ein Quapsel besiegt. Fuck yeah. Okay, das dauert noch ein bisschen, bis er hochkommt. Oh, wir tauschen doch lieber. Gegen Magma, ja, ich bin sehr mutig. Aber kann man sich leisten, wie man sieht. Geht vollkommen klar. So, der nächste Kampf. Ach ja. Leute, bald haben wir einen Garados. Ich sehe es doch kommen. Moment. Das könnten wir sogar packen. Nein, wir sind tot. Scheiße! Nicht gut. Nein, ich brauche Rauchwolke nicht. Ja. Gott, wir brauchen Rauchwolke. Aber was hast denn du? Du hast viel zu viele Taubsis, du Luftpumpengesicht. Habe ich einen Beleber? Bitte gib mir einen Beleber. Ich will nicht wieder da raus müssen. Ich habe keinen Beleber. Oh, Leute. Ist das alles lame? Ich will doch bloß, dass mein Carpador stark wird und groß wird und sich entwickelt wie ein ganz großer Held und so.
Gegen dich habe ich gekämpft, ja. Und gegen dich auch. So. Ich muss mehr tauschen. Ich sollte aufhören, mein Carpador kämpfen. Was ist jetzt los? Hallo? Was zur Hölle war das? Das war sehr merkwürdig. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, Carpador. Carpador. So. La 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 la. Ich bereise die Welt, um meine Pokémon zu trainieren. Ich möchte mit dir fighten. Bam 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 bam. Okay, gegen Fukano? Nein, ich will's gar nicht. Ich will's gar nicht provozieren. Wir setzen unseren Mogelbaum ein. Der macht einen Steinwurf und alles ist gut. So, ich möchte ganz kurz Carpador tauschen und dann ihn wieder auswechseln. Hauptsache kriegt Erfahrungspunkte und Steinwurf und zack, zack, ist alles sehr supi. Ach, ich muss hoch, ne? Ich muss hoch. So, gegen dich fighten wir mal ganz kurz. Yay! Yeah. Hi. Ja, 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 ich verstehe. Oh, sie hat einen Merrill, wie unfair. Ich will auch einen Merrill. Das ist scheiße unfair. Aber das packt Traumato. Komm, ich bin guter Dinge, das ist sehr gut. Ach, fick dich, Traumato. Traumato, du... Ich hasse dich. Ach... Moment, Moment, da kann man sich runterstürzen und da ist hier doch was, genau. I remember this shit. Matrosen sind geil. So, und wir setzen ein. Ach, die sind alle Level 25, bloß Mogelbaum nicht. Aber Mogelbaum gegen Wasser-Pokémon in den Kampf zu schicken, ist halt mega... Mega... Ja, genau, ihr seht schon. Ach, komm dann. Scheiß drauf. Mach ihn kaputt. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Äther. Äther. So, du? Na du? Ah, jetzt nach dem Kampf ist unser... Nach dem Kampf haben wir ein Dingens. Nach dem Kampf haben wir ein... Jawohl, Leute. Nach dem Kampf haben wir ein Garados. Ist es geil oder ist es geil, hä? Passt auf, Leute. Magischer Moment. Magischer Moment. Glückwunsch, dein Carpador wurde zu einem Garados, ist geil. Garados ist geil. Okay, Moment, ich schenke mir gerade was zu trinken ein. Aber das ist so mega cool, wir haben einen Garados. Ist es nicht epic? Und ein Superball. Hat er eigentlich was gelernt? Ich glaube nicht, ne? Aber Moment, ich glaube, ich bringe ihm Surfer bei. Das wird jetzt einfach unser... Das wird jetzt unser... Wasser-Pokémon einfach. So, Garados. Die Senior kann Surfer lernen. Ei, okay. So, Garados kann Surfer. Sehr schön. So, Stärke bringen wir auch mal einem bei. Und zwar... Mogelbaum. Und zwar für Mimikry. Wer benutzt denn das schon? So, Blitz. Ne, sonst lassen wir. Moment, habe ich nicht irgendwas hier am Start, was Traumato mal lernen kann? So Spukball oder so irgendein Scheiß? Ja, aber das braucht ja auch kein Mensch, ne? Das sind alle so Scheiß-TMs, die kein Mensch braucht. Ah, guck mal, hier sind wir ja schon. Hi. Jasmin, dieses Pokémon hat das Meer immer erleuchtet, aber plötzlich wurde es krank. Es schnappt nach Luft. Ich weiß, dass es ein gutes sortierte Apotheke in Anemonia City gibt, aber dafür musst du über das Meer und ich kann Amphi? Nicht unaufsichtig zurücklassen. Vielleicht könntest du die Medizin für mich besorgen. Bitte, bitte. Amphi, Palu. Es hat Probleme mit der Atmung. Aha, okay. Na gut, oder nicht gut, oder... Moment, wo muss ich denn eigentlich hin? Da muss ich runter. Hier sollten auch noch Trainer sein. Oder so Items. Sonderbonbon, geil! Na gut, Leute, ich würde sagen, das war's für heute mit Pokémon Silber.
Im nächsten Part überqueren wir das Meer und holen die Medizin für ein krankes Pokémon. Also Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüssi.